habe ich noch so viel zu tun. So viele unerwünschte Personen, mit denen ich klarkommen muss. Neinsager, Idioten, Kritiker. Mein Scharfrichter hat 3 Tage lang nicht geschlafen. Ihr geht viel zu hart mit euch ins Gericht, mein lieber krankhaft wahnsinniger Pelagius. Was würden die Leute nur ohne euch tun? Tanzen? Singen? Lächeln? Alt werden? Ihr seid der beste Septim, der jemals geherrscht hat. Außer vielleicht diesem Martin-Burschen. Aber der hat sich ja in einen Drachengott verwandelt. Und das ist nicht gerade nett. Ich habe die ganze elende Angelegenheit miterlebt. Einfach fabelhaft. Schmetterlinge, Blut, Fuchs, ein abgetrennter Kopf und und der Käse zum Sterben. Ja, ja, wie ihr schon unzählige Male gesagt habt. Rumpf! Nun denn, wenn ihr unbedingt so sein wollt, vielleicht gehe ich dann besser. Schönen Tag noch, Sir. Ich sagte, schönen Tag noch! Ja, ja, geht. Überlasst mich meinen endlosen Pflichten und Aufgaben. Wie unhöflich! Ist sich zu fein, einen alten Freund 1 oder 2 Jahrzehnte lang unterzubringen. Wirklich? Oh, was für eine Botschaft ist es? Ein Lied? Eine Beschwörung? Moment, ich weiß es. Eine in den Rücken einer argonischen Konkubine eingeritzte Todesdrohung. Die mag ich am liebsten. Und? Heraus damit, Sterblicher. Ich habe keine Ewigkeitszeit. Eigentlich habe ich sie doch. Kleiner Scherz. Aber im Ernst, wie lautet die Botschaft? Ach, wirklich? Von wem? Moment! Sagt nichts! Ich will es erraten. War es Molag? Nein! Der kleine Tim, der Sohn des Spielzeugmachers. Der Geist von König Lysandus? Oder war es... ja, Stanley, die plappernde Pampelmuse aus Passwall. Ich liege komplett daneben, nicht wahr? Was soll's? Ehrlich gesagt will ich es gar nicht wissen. Warum die Überraschung verderben? Aber zur Sache. Glaubt ihr, mickriger, kleiner, entbehrlicher Sterblicher wirklich, ihr könnt mich zum Gehen bewegen? Denn das ist nun wirklich verrückt. Euch ist doch klar, mit wem ihr es hier zu tun habt. Oh, bitte, verzeiht! Habt ihr etwas gesagt? Ihr müsst mich entschuldigen, es ist nur... Mir ist auf einmal so abgrundtief langweilig! Also nun mal im Ernst. Ihr steht vor Sheogorath, höchstpersönlich, dem dädrischen Prinzen des Wahnsinns. Und euch fällt nichts Besseres ein, als eine Botschaft zu überbringen? Schwach. Das ist doch die eigentliche Frage, nicht? Seien wir mal ehrlich, wie viel Müßiggang braucht ein wahnsinniger Dädra denn wirklich? Also, ich werde Folgendes tun. Ich gehe. Ganz richtig, ich bin hier fertig. Das Nichtstun hat ein Ende. Der schnöde Alltag ruft mich. Unter einer Bedingung. Ihr müsst zuerst einen Weg nach draußen finden. Viel Glück dabei. Ach, wirklich? Möchtet ihr euch etwas umsehen? Ich darf wohl sagen, dass das hier nicht die botanischen Gärten von Einsamkeit sind. Habt ihr überhaupt eine Ahnung, wo ihr seid? Wo ihr wirklich seid? Willkommen in der trügerisch grünenden Psyche von Kaiser Pelagius III. Ganz recht, ihr seid im Kopf eines toten, gemeingefährlich verrückten Monarchen. Ihr denkt jetzt sicher,
kann ich mich immer noch auf meine Schwerter, Zauber, das Schleichen und ähnlichen Unsinn verlassen. Gewiss doch. Aber wie wäre es denn mit... dem Wabajak? Na, na? Das habt ihr nicht kommen sehen, oder? Ich muss doch sehr bitten, ich tanze gerade das Fischstäbchen. Ein äußerst schmackhafter Gemütszustand. Ihr Sterblichen und eure selbstmörderische Neugier. Aber wenn ihr es unbedingt wissen müsst, es war Pelagius, der Wahnsinnige, Kaiser von Tamriel, vor 400 Jahren. Nein? Ihr wisst doch sicherlich von Pelagius Erlass. Auf dem Sterbebett, und das war wirklich brillant, verbat er den Tod, ganz recht, der Tod geächtet. In der Psyche von Pelagius, Dummchen. Ah. Ist es euer erstes Mal? Ich muss doch sehr bitten, ich tanze gerade das Fischstäbchen. Ein äußerst schmackhafter Gemütszustand. Oh, eine gute Wahl!